Alex Onken von München TV lässt Frauen verzweifeln. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Adventskalender. Ich bin Michael Sanderow. Hallo. Folgende Dame hatten wir ja schon in den vergangenen Tagen. Melanie Wiegmann, ihr alle kennt sie als Barchefin Natascha Schweizer am Hofe des Fürsten. Sie hat ja folgende Aufgabe gestellt bekommen, und zwar ein sogenanntes Testimonial mit mir aufzunehmen. Sie sollte sich kurz vorstellen, berichten, dass sie sich gerade auf dem Sturm der Liebe Fantag 2013 befindet und dass es gleich eine Zusammenfassung in der Szene München auf München TV mit Alex Onken geben wird. Dass sie dies nicht gleich zu Beginn geschafft hat beim ersten Mal, das wisst ihr ja mittlerweile, weil sie 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Versuche brauchte. Aber dass es nicht nur ihr so erging, das beweisen uns zwei ebenfalls ehemalige Stürmerinnen. Unter anderem die Traumfrau aus Staffel Nummer 8, Lucy Scherer, ihr alle kennt sie als Marlene Schweizer, zusammen mit ihrer Kollegin Lilly Gesler, die die Elena Majore verkörperte. Beide sind auch im wahren Leben enge Freundinnen und auch an beide hatte ich dieselbe Aufgabe, ein Testimonial aufzuzeichnen, sie sollten sich kurz vorstellen, von ihrer Lesung berichten und dass es gleich eine Zusammenfassung in der Szene München mit Alex Onken auf München TV geben wird. Dass auch sie es nicht geschafft haben, gleich beim ersten Mal dies aufzunehmen, das beweist folgendes Outtake-Video. Lacht euch schlapp, jetzt von und mit Lucy Scherer und Lilly Gesler. Genießt es!